Der US-Journalist Tucker Carlson hat endlich sein spektakuläres Interview mit Putin veröffentlicht. Es geht darin um den Ukraine-Krieg, um den Nord Stream-Anschlag, um mögliche Friedensverhandlungen und so weiter. Putin verrät sogar, dass Russland mal in die NATO eintreten wollte. Also, es wird richtig spannend. Los geht's. Anfang dieser Woche wurde das exklusive Interview von Tucker Carlson mit Putin angekündigt und danach sind die ganzen Medien und Politiker sofort durchgedreht. Wie kann es ein Amerikaner auch nur wagen, ein Interview mit Putin zu führen und das auch noch unzensiert zu veröffentlichen? Ja? Ich meine, es könnten ja schlimme Dinge bei rauskommen. Und genau deswegen muss man solche bösen Journalisten sofort bestrafen. Die Berliner Zeitung schrieb, nach Putin-Interview Sanktionen und Europaverbot für Tucker Carlson. Der ehemalige belgische Premier fordert ein Einreiseverbot für Carlson. Der Moderator stützt mit seinem Interview Präsident Wladimir Putin so der Vorwurf. Tja, so sieht's also aus. Wir verteidigen in der Ukraine unsere Demokratie, indem wir kritische Journalisten mundtot machen. Also, das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten und ein komplettes Eigentor. Aber kommen wir jetzt mal direkt zum Interview. Als erstes stellt Tucker die Frage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 und Tucker möchte einfach wissen, warum dieser Angriff kam und warum zu diesem Zeitpunkt. Und Putin hat dann in dem Interview erstmal eine 30-minütige Geschichtsstunde über die Vergangenheit von Russland und der Ukraine gegeben, aber am Ende kommt er dann zum springenden Punkt. Schaut euch mal folgenden Ausschnitt an. That is how the Soviet Ukraine was created. After the World War II, Ukraine received, in addition to the lands that had belonged to Poland before the war, part of the lands that had previously belonged to Hungary and Romania. So Romania and Hungary had some of their lands taken away and given to the Soviet Ukraine, and they still remain part of Ukraine. So in this sense, we have every reason to affirm that Ukraine is an artificial state that was shaped at Stalin's will. Also Putin sagt hier, dass die Ukraine ein künstlicher Staat ist, welcher von Lenin damals neu gegründet wurde und von Stalin weiter ausgebaut wurde. Ursprünglich als Teil der Sowjetunion, aber später nach den großen Weltkriegen bekam die Ukraine auch Territorien von Polen, Rumänien und von Ungarn. Und auf Wikipedia kannst du hier diese Karte von der Entwicklung der Ukraine sehen und oben rechts steht First Ukrainian State after World War I, also erster ukrainischer Staat nach dem Ersten Weltkrieg. Also davor gab es die Ukraine noch gar nicht. Und genau darauf bezieht sich Putin. Er sagt, die Ukraine ist ein künstlicher Staat, welcher erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden ist und hauptsächlich aus dem Territorium der Sowjetunion entsteht, welches auf die Grenzen von 1694 zurückgeht. Und deswegen hat man natürlich weiterhin ja, einen Anspruch auf die Ukraine. Und außerdem sagt Putin auch, dass Ungarn und Rumänien ebenfalls das Recht hätten, sich ihr Land von der Ukraine wiederzuholen. Also schauen wir mal, ob sie das machen werden. Und genau deswegen fragte Tucker Carlson, okay, wenn die Ukraine doch ursprüngliches Sowjetgebiet ist, warum hat Putin sich die Ukraine nicht schon früher zurückgeholt? Und Putin sagte, dass beide Staaten, also Russland und die Ukraine, Brüder sind und zusammen nebeneinander leben können. Man hat die gleiche Kultur, die gleiche Sprache, verbundene Familien und so weiter und so fort. Und Russland hatte einfach nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion ja, auf ein Ende des Kalten Krieges gehofft und wollte damals sogar Mitglied der zivilisierten Staatengemeinde werden. Aber das funktionierte nicht, weil der Westen seine Absprachen vor allem bezüglich der NATO nicht eingehalten hat. Schauen wir uns mal den zweiten Ausschnitt von Putin an. And let's get into the fact that after 1991, when Russia expected that it would be welcomed into the brotherly family of civilized nations, nothing like this happened. You tricked us. I don't mean you personally when I say you. Of course, I'm talking about the United States. The promise was that NATO would not expand eastward, but it happened five times. There were five waves of expansion. We tolerated all that.
We were trying to persuade them. We were saying, please don't. Also die NATO ist immer weiter Richtung Russland vorgedrungen und hat immer weitere Länder in ihr Bündnis aufgenommen. Und genau das war einfach eine riesengroße Gefahr für Russland. Und ich meine, das ist ja auch verständlich. Ich meine, wenn Russland jetzt Raketen auf Kuba stationieren würde, so wie es damals ja passiert ist im Kalten Krieg, ist das ja auch eine Gefahr für Amerika. Genauso wie halt amerikanische Staaten, amerikanische Raketen in den baltischen Staaten oder in Finnland eine Gefahr ist. Also das ist ja alles Geostrategie, damit spielt natürlich auch vom großen militärischen Interesse. Und außerdem war es noch extrem interessant, von Putin zu hören, das habe ich wirklich zum allerersten Mal gehört, Putin hatte damals sogar nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion mit dem Gedanken gespielt, Russland in die NATO zu bringen, um damit ein für alle Mal den Kalten Krieg zu beenden und alles zu befrieden, um eine große, ja, zivilisatorische Gesellschaft zu haben. Well, I became president in 2000. I thought, okay, the Yugoslav issue is over, but we should try to restore relations. Let's reopen the door that Russia had tried to go through. And moreover, I said it publicly, I can reiterate. At a meeting here in the Kremlin with the outgoing president Bill Clinton, right here in the next room, I said to him, I asked him, Bill, do you think if Russia asked to join NATO, do you think it would happen? Suddenly he said, you know, it's interesting. I think so. But in the evening, when we met for dinner, he said, you know, I've talked to my team. No, it's not possible now. Aber die Amerikaner wollten das damals nicht. Bill Clinton hat Nein gesagt. Und im Gegenteil, die Amerikaner haben danach die CIA zu Russland geschickt, um die Opposition zu unterstützen und die aktuelle Regierung zu destabilisieren. Und das war dann damals der Punkt für Putin, als er einsehen musste, dass Russland und Amerika niemals Freunde wären. Tja, und als dann 2008 die Ukraine, welcher ja als letzter neutraler Staat zwischen NATO und Russland stand, ebenfalls der NATO-Beitritt angeboten wurde, da ist das Ganze dann eskaliert. Und der damalige Präsident Janukowitsch in der Ukraine hat noch versucht, das Land irgendwie zusammenzuhalten und auch versucht, mit beiden Seiten zusammenzuarbeiten, also sowohl mit der EU als auch mit Russland. Aber als er dann zögerte und sich nicht eindeutig auf die Seite der EU und der NATO gestellt hat, wurde Präsident Janukowitsch mit Hilfe der amerikanischen CIA gestürzt, was dann fortan als das Maidan-Massaker in die Geschichte einging. Deswegen schauen wir uns mal den dritten Ausschnitt an. Janukowitsch started to calculate how much Ukraine was going to gain, how much to lose, and said to his European partners, I need more time to think before signing. The moment he said that, the opposition began to take destructive steps, which were supported by the West. It all came down to Maidan and a coup in Ukraine. They used to be very close ties. A coup d'etat was committed, although I shall not delve into details now, as I find doing it inappropriate, the US told us. Calm Yanukovych down and we will calm the opposition. Let the situation unfold in the scenario of a political settlement. We said, all right, agreed, let's do it this way. As the Americans requested, Yanukovych did use neither the armed forces nor the police. Yet the armed opposition committed a coup in Kiev. Und über das Maidan-Massaker gibt es ja mittlerweile schon richtig viele Sachen, die man im Netz nachlesen kann. Aber hauptsächlich liest man immer von zwei verschiedenen Seiten. Bei der Westen, der behauptet, dass Präsident Janukowitsch auf seine eigenen Leute hat schießen lassen. Und Putin behauptet genau das Gegenteil. Er sagt, es war ein CIA-Putsch. Und danach folgten dann noch weitere Angriffe auf den Donbass und auf die Krim, welche Putin dann mittlerweile wieder an Russland angeschlossen hatte. Nichtsdestotrotz wollte man nicht weiter Krieg führen, die einen konnten nicht, die anderen wollten nicht und deswegen gab es das Minsker Abkommen, welches hier einen neuen Frieden sichern sollte und diplomatische Lösungen wieder möglich machen sollte. Aber Selenskyj und seine Regierung haben ziemlich schnell klargemacht, dass sie dieses Minsker Abkommen eben nicht umsetzen wollen. Und selbst Bundeskanzlerin Angela Merkel hat später gesagt, dass das Minsker Abkommen nur eine Ausrede war,
um der Ukraine mehr Zeit zu erkaufen für den Aufbau ihres Militärs. Tja, und da kann man natürlich den Frust von Putin verstehen. Erst wurde er damals bei der Ausdehnung der NATO nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion angelogen und jetzt wurde er ein zweites Mal mit dem Minsker Abkommen angelogen. Und da ist doch klar, dass er sich jetzt nicht mehr auf die Worte und auf die Versprechen des Westens irgendwie einen Pfifferling drauf gibt und dem noch traut. Und deswegen, als denn die Ukraine 2022 final offiziell gesagt haben, dass sie das Minsker Abkommen nicht umsetzen werden, da war es Putin klar, dass es auf einen Krieg hinauslaufen wird. Und mit etwas Vorgeplänkel kam es dann, wie gesagt, zu dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. Und diesen ganzen Teil, den kennt ihr ja sicherlich, wie das alles verlaufen ist. Das konnte man in den Medien ja hoch und runter lesen. Deswegen kommen wir jetzt mal zu den Friedensverhandlungen, einen Monat nach Kriegsausbruch. Schauen wir uns meinen nächsten Ausschnitt an. I mean, have you achieved your aims? No, we haven't achieved our aims yet, because one of them is denazification. This means the prohibition of all kinds of neo-Nazi movements. This is one of the problems that we discussed during the negotiation process, which ended in Istanbul early this year. Который завершился в Стамбуле в прошлом году в начале. And it was not our initiative, because we were told by the Europeans, in particular, that it was necessary to create conditions for the final signing of the documents. My counterparts in France and Germany said, how can you imagine them signing a treaty with a gun to their heads? The troops should be pulled back from Kiev. I said, all right, we withdrew the troops from Kiev. As soon as we pulled back our troops from Kiev, our Ukrainian negotiators immediately threw all our agreements reached in Istanbul into the bin and got prepared for a long-standing armed confrontation with the help of the United States and its satellites in Europe. Tja, meine lieben Zuschauer, so sieht's aus. Die Russen wurden schon wieder angelogen. Die Russen hatten damals ja einen Blitzkrieg geführt und standen bereits einen Monat vor Kiew. Und ich denke, sie hätten Kiew auch ziemlich schnell eingenommen. Aber dann gab es ja die Friedensverhandlungen in Istanbul und Kanzler Scholz hat Putin persönlich gebeten, seine Truppen von Kiew abzuziehen, um damit einen guten Willen für die Friedensverhandlungen zu zeigen. Tja, und Putin hat dann seine Truppen abziehen lassen und als er weg war, da wurden alle Friedensbemühungen in den Papierkorb geworfen. Und erst letztes Jahr war ja sogar ein Interview mit dem offiziellen Chefunterhändler der Ukraine erschienen, wo er bestätigt hatte, dass man kurz vor einem Frieden stand, aber der britische Premierminister Johnson dagegen war. Also gab es damals denn keinen Frieden, sondern es wird bis heute weiter Krieg geführt. Und solange die Amerikaner und die Briten ihr Veto einlegen, wird es auch keinen Frieden geben. Ich meine, Putin sagte ja selber, wenn der Westen keine Waffen mehr in die Ukraine schickt, dann wäre der Krieg in wenigen Wochen vorbei. Und das finde ich eigentlich sehr gut und das wäre zu begrüßen. So, und jetzt wird es nochmal richtig spannend, weil als nächstes geht es nämlich um den großen russischen Angriff von Putin auf Europa. Weil gerade geht es in unseren Medien hoch und runter, dass Putin Europa angreift, dass die Polen überfallen werden und so weiter und so fort. Deswegen lasst uns mal anschauen, was Putin selber dazu sagt. Do you think NATO is worried about this becoming a global war or a nuclear conflict? At least that's what they're talking about. And they're trying to intimidate their own population with an imaginary Russian threat. This is an obvious fact. And thinking people, not Philistines, but thinking people, analysts, those who are engaged in real politics, just smart people, understand perfectly well that this is a fake. They're trying to fuel the Russian threat. The threat I think you're referring to is a Russian invasion of Poland, Latvia, expansionist behavior. Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland? Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia, or anywhere else. Why would we do that? We simply don't have any interest. It's just threat mongering.
Also Putin sagt hier eindeutig, er hat keinerlei Interesse daran, die baltischen Staaten, Polen oder die NATO anzugreifen. Allerdings sagt er auch, dass er russische Truppen nach Polen schicken wird, wenn Polen Russland angreift. Und deswegen mal schauen, ob es jetzt wieder so etwas wie eine False-Flag-Aktion gibt. Respektive, die gab es ja schon. Ihr erinnert euch ja sicherlich noch an die Rakete, die in Polen eingeschlagen ist und zwei Polen getötet hatte. Und danach hat Zelensky ja sofort mit dem Finger auf Putin gezeigt und forderte ein Eingreifen der NATO bezüglich Russland. Tja, und am Ende kam heraus, dass diese Rakete nicht von Russland kam, sondern von der Ukraine. Also eigentlich hat die Ukraine Polen angegriffen. Und selbst wenn das nur ein fehlgeleiteter Irrläufer war, aber trotzdem waren wir damals schon haarscharf an einem dritten Weltkrieg. Und jetzt kommen wir zum Abschluss nochmal zum wichtigen Thema Nord Stream. Tucker Carlson fragt Putin, wer Nord Stream gesprengt hat. Schaut euch mal seine Antwort an. Who blew up Nord Stream? You for sure. I was busy that day. Nate, do you have... I did not blow up Nord Stream. Thank you, though. У вас лично, может быть, есть алиби? У вас лично. You personally may have an alibi, but the CIA has no such alibi. Also, das war wirklich kurz und eindeutig. Putin sagt, dass die Amerikaner Nord Stream gesprengt haben, weil sie sowohl ein Motiv dazu haben, als auch die technischen Möglichkeiten. Und ich meine, eigentlich wissen wir das ja alle und deswegen ist Putin auch selber so erstaunt darüber, dass die Deutschen trotzdem stillhalten und nichts dazu sagen. Die meisten Deutschen wissen, dass die Amerikaner Nord Stream gesprengt haben, aber sie sagen nichts. Warum? Schaut euch mal dazu den Ausschnitt von Putin an. It's true. Yes. But here's a question you may be able to answer. You worked in Germany, famously. The Germans clearly know that their NATO partner did this, and it damaged their economy greatly. It may never recover. Why are they being silent about it? That's very confusing to me. Why wouldn't the Germans say something about it? This also confuses me. But today's German leadership is guided by the interests of the collective West rather than its national interests. Otherwise, it is difficult to explain the logic of their action or inaction. After all, it is not only about Nord Stream 1, which was blown up, and the Nord Stream 2 was damaged. But one pipe is safe and sound, and gas can be supplied to Europe through it. But Germany does not open it. We are ready, please. There's another route through Poland called Yamal Europe, which also allows for large flow. Poland has closed it, but Poland packs from the German hand. It receives money from the pan-European funds, and Germany is the main donor to these pan-European funds. Germany feeds Poland to a certain extent, and they close their route to Germany. Why? I don't understand. Ja, und zu dem, was Putin hier zuletzt gesagt hat, kann ich wirklich nur Ja und Amen sagen. Wir haben die größte Energiekrise seit Jahrzehnten, aber Habeck öffnet die noch intakte Nord Stream Pipeline einfach nicht. Und wir schicken auch viel Geld und Panzer in die Ukraine, aber die schließen auch eine Gaspipeline aus Russland. Ich meine, wir werden hier von unserer eigenen Regierung sabotiert und zerstört. Und solange unsere Politiker das genauso weitermachen, haben die für mich einfach eine Vertrauenswürdigkeit von null, egal was die sagen. Was sagt ihr denn jetzt zu diesem Interview von Putin? Welche Sachen waren neu für euch? Und glaubt ihr den Worten, die Putin dort sagt? Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare unter dem Video.